Wie lange dauert es eigentlich vom Beginn der Aufhebungsvertragsverhandlungen bis zum Abschluss des Deals? Das ist eine Frage, die mir immer wieder im Erstgespräch gestellt wird und die ich euch heute mal so ein bisschen darlegen will, auch die Faktoren, von denen das Ganze abhängt. Also es ist ja so, ich kann ja nur darüber reden, von dem Zeitpunkt, wo wir mandatiert werden, ne, ihr könnt ja kostenlos und unverbindlich anrufen bei Aufhebungsvertrag deutschlandweit, mit mir sprechen, was ist so rauszuholen, wie gehen wir so vor, dann kriegt ihr von mir eine Mail und dann müsst ihr euch entscheiden. Und wenn ihr dann sagt, ja, machen wir, das machen ja die meisten dann, dann antwortet ihr mit dieser Mail und in dem Moment geht ja das Mandat los und diese Zeit kann ich beurteilen. Ich erlebe es ganz oft, dass im Vorfeld selber verhandelt wird, wovon ich ja nicht so viel halte. Wisst ihr ja, wenn ihr diesen Kanal abonniert habt, ja, wenn nicht, dann abonniert ihn mal, damit ihr das lernt, warum das nicht gut ist, will ich aber heute nicht drauf eingehen. Aber wer das halt macht, soll das halt machen. Und manchmal merkt man ja auch erst, wenn es nicht läuft, dass man vielleicht doch einen Profi braucht. Ja? Aber von dem Moment, wo wir jetzt mandatiert werden, gibt es eigentlich einen Faktor, der die Sache extrem verzögern kann. Das ist, wenn ihr selber vorher zu sehr Druck gemacht habt, dann weiß der Arbeitgeber, ihr habt es eilig oder denkt, ihr habt es eilig, der denkt vielleicht, ihr habt einen neuen Job, obwohl ihr vielleicht gar keinen neuen Job habt, aber der wartet dann, ob er euch nicht ganz günstig los wird. Ja? Also wenn ihr es so ein bisschen, sag ich mal, verdorben habt, ja, dann läuft das Ganze nicht so geschmeidig an. Ungefähr zwei Drittel unserer Sachen hier, ja, sind in den ersten 2 bis 3 Monaten so weit erledigt, dass im Prinzip wir sagen können, wo die Reise hingeht. Also wir wissen dann schon die Höhe der Abfindung, ihr seid damit einverstanden, die Koordinaten sind klar und wir machen dann noch so ein bisschen die technische Abwicklung. Ja, die dauert dann manchmal Kündigungsausspruch, gerichtliche Protokollierung, je nachdem, was da noch so passiert, Zeugnis abstimmen und so. Ja, aber im Grunde genommen 2 Drittel innerhalb 2 Monaten. Es gibt immer wieder Fälle, die ganz, ganz schnell gehen. Ja, Mandant hat es eilig, sagen wir natürlich dem Arbeitgeber nicht, aber wir wissen es im Hinterkopf. Und Arbeitgeber hat es auch eilig und wir haben halt sofort gute Angebote. Ja, dann kann man auch zügig zu Ende kommen. Aber so in der Regel muss es ein bisschen hin und her gehen. Also ihr beauftragt uns, dann erstellen wir das Schreiben, stimmen das mit euch ab. Ich sag mal so 5 Tage später geht in der Regel spätestens so ein Schreiben raus. Dann ruft der Arbeitgeber an, dann lassen wir den ein bisschen zappeln. 1 Woche, 2 Wochen später findet das erste Gespräch statt. Wenn man da noch sehr weit auseinander ist, dann muss man den Arbeitgeber weiter zappeln lassen. Aber in der Regel geht es ab da an relativ schnell. Das heißt, die Arbeitgeber, die bleiben dran. Man führt so 2, 3, 4 Gespräche. Dann wird mit euch ja auch nochmal gesprochen zwischendurch von uns. Ja. Und dann kommt man irgendwo zu so einem Punkt. Und da teilen sich die Geister. Der Punkt ist, dass man entweder im Grunde genommen etwas hat, wo man sagt, okay, das ist schon okay, da müssen wir noch ein bisschen optimieren. Da geht dann schnell in der Regel. Ja? Oder der Punkt ist, die Vorstellungen sind völlig auseinander und man muss sagen, jetzt langsam. Das ist das Drittel, diese Fälle gehören zu dem Drittel, die länger dauern. Ja? Also diese Fälle, wo die Vorstellung, wo entweder der Mandant exorbitant viel will, ich meine, wir sind Zocker, wenn es jetzt nicht absurd ist, dann übernehme ich das. Dafür dient ja das Erstgespräch. Ne? Ich will mal hören, was du so denkst. Ich meine, wenn manche, ich habe auch immer wieder Leute, wo ich sage, das nehme ich nicht an. Die haben so exorbitante Vorstellungen, wo ich sage, das ist unrealistisch. Dafür, ich bin kein Spinner. Ja, also könnt ihr anders sehen, aber ich von mir selbst denke das halt nicht. Ja, das muss realistisch sein. Ich will mich auch nicht zum Affen machen. Ja, ich will auch ernst genommen werden, auch von der anderen Seite. So, solange das aber nur sehr ambitioniert ist, aber nicht völlig aus der Luft gegriffen, solange man das darstellen kann, so lange bin ich dabei. Ja, und ehrlich gesagt, mich reizen auch immer eher die schwierigen Aufgaben. So, wenn man jetzt also diesen Fall angenommen hat, dann heißt es, der Mandant ist zumindest realistisch. Das heißt aber nicht, dass der Arbeitgeber auch realistisch ist. Das heißt, es kann sein, dass der Arbeitgeber unrealistisch ist und dass deswegen alles noch sehr weit auseinander ist. Das gehört auch in das zweite Drittel der Sachen, die länger dauern. Ja? Und dann gibt es in diesem Drittel auch noch die Sachen, wo die Mandanten sagen, naja, im Grunde genommen bin ich schon zufrieden, aber lass uns doch weiter zocken. Ich habe nichts Neues. Ich bin selber ein Zocker. Ich bin da entspannt. Ich mache auch notfalls weiter. Also mir sind diese ganzen Risiken alle klar. Und was der Arbeitgeber da droht, das glaube ich sowieso nicht. Oder es interessiert mich nicht. Ja? Und das sind dann diese angenehmsten Sachen zum Zocken, wo man sagt, okay, die wollen zocken, aber sie haben es eben nicht eilig und dadurch können wir es einfach in Ruhe noch ein bisschen laufen lassen. Ja, da macht man dann auch mal wieder die Akte zu und wartet ein bisschen, bis der Arbeitgeber sich mal wieder meldet. Da kommen die besten Ergebnisse bei raus.
Das ist aber eben nur für die Leute mit starken Nerven und Zeit interessant. Alle anderen, da empfehle ich dann immer schon auch irgendwann mal, wenn das Angebot halbwegs okay ist und wenn man eigentlich mit zufrieden ist, dann auch den Sack zuzumachen. Ja? Ich finde immer, wenn man selbst zufrieden ist, also für mich ist es immer wichtig, dass ihr zufrieden seid. Ja, ich sage ja immer, ich will, es geht jetzt nicht um einen bestimmten Betrag. Ich möchte einfach das Gefühl bei euch erzeugen, dass wenn ich mit meinem hochspezialisierten Team hier, der seit 25 Jahren das Ganze hier macht, mit den Leuten, die das, was sie machen, den ganzen Tag machen, also immer, ne, der Verhandlungsführer führt nur Verhandlungen, ja, die Standards bearbeitet, der Kollege, der macht nur die Standards, für jede Kündigung haben wir ein oder mehrere Spezialisten. Wenn diese Leute mir hier nicht mehr rausholen, hätte es auch kein anderer. Das Gefühl will ich erzeugen, dass du das Gefühl hast, du hast deinen Kündigungsschutz so teuer wie möglich verkauft. Ja, dann bin ich aber zufrieden. Und wenn du auch zufrieden bist, weil du sagst, ja, hätte noch mehr sein können, kann immer mehr sein, aber ich bin zufrieden. Das ist das Beste für uns alle, auch für die Zukunft, für dich. Ja, weil letztlich diese Situation, wo alles so offen ist, keine schöne Situation ist. Genießen kann das keiner, oder da muss man jedenfalls sehr starke Nerven haben. Ja, sodass ich der Meinung bin, ab einem bestimmten Punkt ist es für alle gut, wenn die Sache endet. Ja? Und die wenigen Ausnahmen, die können halt weiterzocken. Gar kein Problem. Und das entscheidest immer du. Ich bin Dienstleister. Ja? Letztendlich, wenn es nicht absurd ist oder sehr dumm ist, dann mache ich das, was du sagst.